Ich begrüße Sie im Namen des Bürgermeisters Guido Ochten ganz herzlich. Es freut mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um bei einer weiteren Stolpersteinverlegung für jüdische Opfer des Nationalsozialismus dabei zu sein. Ganz besonders begrüßen darf ich Frau Sandra Verblun, die die weite Reise von Australien auf sich genommen hat, um heute hier zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern mit uns die Verlegung der Stolpersteine für ihre Großeltern Isidor und Rächer Levi und den Geschwistern ihres Vaters zu erleben. Sehr geehrter Herr Beigeordneter Jochum, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, verehrte Besucher, es ist komisch, das so zu formulieren, denn Sie sind die Nachfahren von Arbeiter Bürgern und eigentlich kommen Sie in Anführungsstriche in Ihre Stadt zurück. Ich glaube, es ist ein bewegender Tag heute und wenn man vielleicht einmal die Oberüberschrift bilden darf, würde ich gerne anfangen mit einem Zitat unserer Bundeskanzlerin, die vorgestern gesagt hat, wir können die Dinge zum Guten wenden. Es ist ein bedeutungsschwerer Satz, denn er bezieht sich auf den besten Teil der deutschen Geschichte. Sehr geehrte Gäste, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sind hier an der ersten Verlegestelle Oberhutstraße 31 angekommen und die Namen werden jetzt von der Schülerin und Schüler vom Kalvarienberg verlesen. Hier wohnte Wilhelm Levi, geboren 1883, deportiert 1442 nach Krasnitschin und ermordet in Tribolinka. Hier wohnte Rächer Levi, geborene Kaufmann, Jahrgang 1891, deportiert 1942 nach Krasnitschin, ermordet in Tribolinka. Hier wohnte Helene Gärtner, geboren als Gamil im Jahre 1888. 1942 deportiert nach Krasnitschin und dort für tot erklärt worden. Hier wohnte Gertrud Gärtner, geboren 1920, 1942 nach Krasnitschin deportiert worden und dort für tot erklärt worden. Ich habe sie noch gekannt, wie sie jung waren, die Tochter, wie die mit dem Judenstern am Ator die Judenmädchen alle zusammengestanden haben. Hier wohnte Alfons Levi, Jahrgang 1906, Schutzhaft 1938 in Dachau, Tod an den Folgen 12. Februar 1939. Hier wohnte Betty Levi, Jahrgang 1921, deportiert 1942, Krasnitschin, ermordet. Ich habe den
Katholiken und die Christen legen Blumen hin und die, bei den Juden legt man ein Steinchen drauf. My name is Sandra Veblan. I was born Sandra Levy. And this is the house of my late father Walter Levy. And I came here 2 years ago with my daughter to show her where her family came from, where they grew up before the war. And while we were here, we learned about the Stolpersteiner. And it was then that I decided that I wanted to do this for my family. Walter Levy ist die zweite von links und die zweite von rechts ist Paul. Mhm. Sie sind nach Südafrika gefahren in 1936. Mhm. Und junge Leute. Ja. Mein Vater war 25, mein Sohn hier, David, er ist jetzt 25. Er sieht sehr wie mein Vater aus. Ja, also die Betty war 1921 geboren, und ich weiß von meiner Mutter, dass sie sie war 21. Sie war 10 Jahre. Meine Mutter ist auch 21 geboren und hat hier gegenüber gewohnt und hat mit ihr gespielt. Gäste, hier an unserer letzten Verlegestelle, Kanonenwall 46, werden jetzt 10 Stolpersteine in Gedenken an die Familie Gottschalk verlegt. Hier wohnte Alfons Gottschalk, Jahrgang 1908, Schutzhaft 1938, Dachau, deportiert 1941. Lodge Litzmannstadt, ermordet 21.03.1943. Hier wohnte Regina Gottschalk, geborene Kaufmann, Jahrgang 1874, deportiert 1942. Theresienstadt, befreit überlebt. Hier wohnte Albert Meyer, Jahrgang 1915, deportiert 1942, Krasnitschin, ermordet. Hier wohnte Regina Renata Gottschalk, Jahrgang 1924, deportiert 1941, Riga 1944, Stutthof, ermordet. Hier wohnte Hildegard Gottschalk, geborene Zimmermann, Jahrgang 1917, deportiert 1941, Lodge Litzmannstadt, ermordet 26.06.1944, Schelmer Kulmhof. Hier wohnte Siegfried Gottschalk, Jahrgang 1928, deportiert 1941 nach Riga, 1944 in Stutthof ermordet. Hier wohnte Jakob Gottschalk, Jahrgang 1901, Schutzhaft 1938, Dachau, deportiert 1941, Riga 1944, Stutthof, ermordet.